In unserer Juni-Projektion waren wir davon ausgegangen, dass sich die deutsche Wirtschaft schon im Verlauf des Sommerhalbjahres allmählich erholt. Tatsächlich lief die Konjunktur allerdings dann ungünstiger im Sommerhalbjahr. Und ausschlaggebend dafür waren vor allen Dingen zwei Gründe, nämlich einmal, dass die Auslandsnachfrage sich ungünstiger entwickelt hatte, als wir es unterstellt hatten im Juni. Und zum Zweiten die Kaufzurückhaltung der privaten Haushalte, die dazu führt, dass der private Konsum sich weniger günstig entwickelt hat. Wir gehen davon aus, dass schon zu Beginn des nächsten Jahres die Wirtschaft wieder wächst und dass diese Expansion dann im Laufe des Jahres noch an Schwung gewinnt. Und die zwei wesentlichen Gründe dafür sind, dass die Nachfrage aus dem Ausland wieder stärker zulegt und dass der private Konsum stärker wächst. Das liegt auch daran, dass die realen Einkommen der privaten Haushalte zunehmen. Wir gehen davon aus, dass die Inflationsrate gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex im laufenden Jahr bei etwa 6% liegt. Die ist ja schon im Laufe des Jahres deutlich zurückgegangen. Und wir gehen davon aus, dass sie im nächsten Jahr nochmal deutlich sinken wird auf 2,7% im Durchschnitt von 2024. Ausschlaggebend dafür ist, dass die Teuerung bei Energie und auch bei Nahrungsmitteln deutlich niedriger ausfallen dürfte. Aber auch wenn man diese beiden Komponenten mal rauslässt, wird die Inflation deutlich zurückgehen. Und das liegt auch daran, dass die Geldpolitik ihre Wirkung entfaltet.